Liebe Brüder und Schwestern, der Geist Gottes, er wohnt in uns, aber können wir diesen Geist Gottes in uns auch wirklich bemerken? Spüren wir seine Anwesenheit? Diese dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Wir hören heute in der Lesung von diesem Pfingstwunder in Jerusalem. Die Jünger, die Apostel, die Gläubigen sind versammelt im Obergemach mit Maria. Sie bitten um das Kommen des Heiligen Geistes. Und dieser Geist Gottes, er macht sich bemerkbar. Er kommt wie ein Sturm. Er erscheint in Feuerzungen, kommt auf die Jünger herab und er befähigt sie, alle Sprachen zu sprechen, ja, Worte zu sprechen, die alle verstehen. Der Geist Gottes wirkt dieses Sprachenwunder. Ja, er befähigt auch uns, dass wir Zeugen sein können für Jesus, den Sohn Gottes, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Ja, der Geist Gottes, er möchte auch uns erfüllen mit seiner Kraft. Er möchte auch unsere unberedte Zunge lösen, unseren stummen Mund öffnen, damit wir Gottes Herrlichkeit verkünden, damit wir von Gottes Wahrheit, Schönheit und Liebe sprechen können. Sprechen nicht nur mit unserem Mund, sondern vielmehr mit unseren Taten, mit unserem ganzen Leben. Ja, unser Leben soll diese Herrlichkeit Gottes verkünden, soll diese barmherzige Liebe des Vaters bezeugen. Ja, noch viel glaubwürdiger als Worte sind Taten. Noch viel mehr einprägsam ist das, was wir leben. Das ist unser Zeugnis. Unser Leben soll Jesus bezeugen, unseren Glauben an den Sohn Gottes, den Retter und Erlöser. Vor allem sollen wir uns darum bemühen, dass wir dieses neue Gebot Jesu, das er den Seinen am Abend vor seinem Leiden gegeben hat, immer besser verwirklichen können. Er hat uns ja aufgetragen, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ja, es ist eine übermenschliche Liebe, die Jesus sozusagen uns aufgetragen hat. Aber dieses Gebot können wir nur verwirklichen in der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen müssen wir immer wieder neu um diesen Geist Gottes bitten. Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen. Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe, damit wir wie Jesus einander lieben können, einander verzeihen können, damit wir auch füreinander das Schwere, das Schmerzliche, das Mühsame annehmen, tragen können, damit wir sozusagen mit Jesus verbunden auch alles aufopfern können für unsere Mitmenschen. Ja, darin erweist sich die wahre Liebe, wenn sie auch bereit ist, für den anderen etwas Schweres zu tragen, Mühen, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, ja, wenn sie bereit ist, dem anderen zu dienen, seinem Heil, seiner Freiheit, Diener der Freude zu sein. Ja, auch dazu befähigt uns dieser Geist Gottes. Ja, und auch Maria, die Gottesmutter, die Braut des Heiligen Geistes, die Königin der Liebe, des Friedens, hat uns das vorgelebt. Sie war ganz offen für Gott, für seine Gnade, für seinen Heilsplan,
Sie hat sich dem Heilsplan Gottes zur Verfügung gestellt. Sie hat Ja gesagt. Nicht nur bei der Empfängnis, nicht nur in den schönen Stunden, sondern auch in den dunklen und schmerzlichen Stunden, in der Stunde von Golgotha. Ja, und Maria, sie bittet für uns, sie begleitet uns, sie schaut auf uns und sie hilft uns, dass wir unsere christliche Berufung immer besser verwirklichen können. Dass auch wir Jesus treu bleiben können, gerade dann, wenn es schwierig ist, wenn es weh tut, wenn es mühsam ist. Aber der Herr, er stärkt uns. Er schenkt uns seine Kraft, seine Gnade. Und er schenkt uns immer wieder so kleine Augenblicke der Auferstehung. Immer wieder neu holt er uns heraus aus unseren Gräbern der Ich-Sucht, der Sünde, der Hoffnungslosigkeit, der Verschlossenheit. Immer wieder holt er uns heraus aus unserer Engherzigkeit, aus unserer Angst und schenkt uns neu seine Freude, seinen Frieden. Auch das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, dieser Friede Jesu des Auferstandenen. Jesus schenkt seinen Aposteln den Frieden. Friede sei mit euch, sagt der Auferstandene, als er zu ihnen kommt. Jesus, er möchte auch unser Herz erfüllen mit seinem Frieden. Und er schenkt uns diesen Frieden auch in der Beichte. Wenn wir Schuld auf uns geladen haben, können wir zu dieser Quelle der Barmherzigkeit kommen, zu Jesus, der im Beichtstuhl durch den Priester wirkt, wie er heute auch im Evangelium bezeugt: Wem er die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Das ist der Auftrag des Auferstandenen. In der Kraft des Geistes Gottes darf der Priester lossprechen, im Namen Jesu des Herrn, der die Vergebung unserer Sünden ist. So können wir aufatmen, können wir uns neu erfüllen lassen von der Gegenwart des Herrn, von der Kraft des Geistes Gottes. So nimmt dieser Geist Gottes alles hinweg, was uns trennt. Er macht uns immer mehr eins in seiner Liebe. Einen Leib bildet er aus uns. Ja, wir sind ja alle Glieder des einen Leibes, dieses mystischen Leibes der Kirche. Als Getaufte sind wir miteinander verbunden und wir dürfen miteinander und füreinander wirken, füreinander da sein, weil uns diese eine Kraft, ja dieses eine Lebensprinzip erfüllt, Jesus und sein Geist. Es ist der Geist des Vaters. Und gerade diese Einheit ist das Zeugnis auch für jene, die noch nicht an Christus glauben, die noch nie von Jesus gehört haben oder die zweifeln an dieser Wahrhaftigkeit der Osterbotschaft, an der Auferstehung, am ewigen Leben. Es ist dieses Wunder der Einheit, dass der Geist Gottes wirkt. Eins im Glauben, eins in der einen Hoffnung, eins in der Liebe, die Gott uns schenkt, mit der der Heilige Geist immer wieder neu unsere Herzen erfüllt. Amen.